Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Eigentlich wollten wir schon längst zu Hause sein, beziehungsweise nach Hause fahren, nicht zu Hause sein. Aber das Wetter ist so geil, dass wir gesagt haben, ey, wir machen heute noch ein Quickie auf Hecht. Flussangeln, 5 Stunden im Fluss, auf Hecht, große Hechte fangen. Wecki ist wieder dabei, Felix, ne? Flo hinter der Kamera, der wird auch mal ein paar Würfe machen. Also, es geht los, Boot ins Wasser und ab dafür. Ich bin richtig heiß. Das ist so geil, wenn so ein unerwarteter Tag kommt, richtig gut. Nichts passiert. Während Dustin das Auto wegfährt, entspannen wir hier noch ein bisschen in der Sonne. Felix im Lotussitz. Und dann geht's los. Morning Meditation. So. Bringst du deine Energiechakren in Balance? Ein bisschen in Balance bringen. Aber bei den Bedingungen hier kann man ja nur in Balance sein. Richtiger Malle-Urlauber. Käppi zurück, weiße Tennissocken, Adiletten. Felix hat hier gerade meditiert. Felix hat meditiert, ist klar. Der meditiert den ganzen Tag, Alter. So wie der arbeitet, ist für mich Meditation. Work-Life-Balance, mein Lieber. Ja. Los geht's. Kommentiert mal bitte, wer hat die schönere Brille an? Sag mal, kann ich so bei den Elevator Boys mit auftreten? Nee, das wird so nichts. Wenn ich so aus dem Aufzug steige? Du musst dich glatt rasieren. Echt? Ja. Scheiße. Tschüss. Ja, eigentlich wollten wir ein Hecht-Quickie machen, ne? Aber wir sind hier gerade an unserem Barschspot vorbeigefahren. Wir können es einfach nicht sein lassen. Wir machen jetzt einfach mal schnell einen Wurf. Und dann geht's wirklich auf Hecht. Ne? 10 Würfe, Max, wenn da nichts geht, Hecht. Wo fängst du an? Mit der Craw. Die ist schon so zerfetzt. Guck mal, die hat bestimmt schon 15 Barsche gefangen. Große Barsche. Aber die fängt noch ein, hoffentlich. Ich habe mir auch einen Carolina Rig montiert. Craw in 10.01. Let's go. Fisch an! Ah, verloren! Fuck! Oh, beim dritten Wurf habe ich einen richtig schönen Biss gerade bekommen. Hab Biss auch gemerkt? Ja, ja, der voll reingeballert. Siehst du, was es war? Nee, hat sich aber angefühlt wie ein Barsch. Ja, siehst du doch auch, guck doch mal, was für Spuren drauf sind. Der Köder hat schon 5, 6 Fische gefangen. Ich sehe da schon kommen, ey. Jetzt fangen wir plötzlich doch Barsche und dann wird's nichts mit dem Hechtangeln. Junge, da greift der Kameramann mal zur Route. Geht's allein so? Boah, ist ein schöner, ne? Ein Dicki. So, rein damit. Boah. Das ist dein Jahrespersonal besser. Ist mein erster Raubfisch dieses Jahr. Geil. Geiler Barsch. Boah, ja, geiler Fisch. Ich sag 44 sag ich. 43, okay. Ich sag 44. Das hast du gesagt 43? Ich hab 44 gesagt. 44. Nice. Fische schätzen geht ganz gut. Passt drauf. Ein paar gefangen. Ciao. Geil. Boom. Ja, geil. Dann nimmt der Flo einmal kurz die Rute in die Hand und fängt beim zweiten oder dritten Wurf auf unseren neuen Crank einen richtig schönen Barsch. Schon mal ein gutes Zeichen, dass die Barsche anscheinend aktiv sind. Ich hatte gleich einen Biss und Flo auch einen gefangen. Ja, ja, du hattest einen Biss, ist klar. Ja, da bekommt man einmal einen Biss vorm Herr Schöne. Ja, und dann ja. Wird er gleich unter den Tisch gekehrt. Unglaublich. Nein, war ein schöner Biss. War ja auch dran. Das war ja nicht nur ein Biss, sondern der hing ja auch. Fisch! Ja, ist ein richtig guter. Und wenn es ein Barsch ist, ist ein richtig guter. Ich aber irgendwie fast an den nächsten Barsch. Ja, ein schöner Barsch. Wow, der ist schön. Oh. Das ist der Fuffi, oder? Good job. Also der ist sehr groß auf jeden Fall. Wow. Oh, der hat sich auch schon riesig angefühlt. Geil.
Alter, ist das eine Murmel. Wahnsinn, Jungs. Ich habe jetzt den dritten oder vierten Wurf gemacht. Ich lasse ihn kurz ins Wasser resten, wenn ich quatsche. Ich will das erzählen. Ich habe mich ein bisschen an unserem Kameramann nämlich von ihm inspirieren lassen. Er hat nämlich unseren Crank in der Farbe genommen. Direkt beim zweiten Wurf gefangen. Dann habe ich von meinem Carolina Rig gewechselt zum Mad Max, also zum Twitch Bait. Boah, da ist jetzt eine richtige Kanone eingestiegen. Und zwar die Farbe wollte ich euch zeigen. Das sind ja alles noch Prototypen, aber die wird so genau in Serie gehen. Measureboard mache ich schon mal nass. So, so. Auch so ein Grün, das so geil schimmert in der Sonne. Ist nicht exakt das gleiche, aber schon sehr ähnlich, ne? Boah, guckt euch diesen wunderschönen Barsch an. Er hat gar keinen Bock mehr aufzustellen, seine Flossen. Aber ein Monster. Guck mal schnell, wie groß der ist. Ja, krass. 46,5. Weil er so dick ist, wirkt er viel größer. Meine Hand ist weg dahinter. Jetzt weiß er, es geht zurück. Ich glaube, das war der schwerste Fisch der Tour. Jetzt bin ich dran. Die Jungs haben ordentlich vorgelegt, zwei richtig schöne Barsche. Ich habe auch gerade eben auf den Twitch-Bait gewechselt. Anscheinend wollen sie die Hardbaits. Es kam jetzt ein bisschen so, wie ich es vermutet habe. Kurz mal unseren Barschspot angeln, danach gehen wir wirklich Hecht angeln. Ja, irgendwie habe ich jetzt nicht so Bock, Hecht angeln zu gehen. Müssen wir noch machen. Aber ein bisschen Spaß hier am Barschspot müsst ihr uns noch gönnen. Flo gestern, während wir auf Barsch geangelt haben, hat er auf Hecht geworfen mit dem Squirbel, mit unserem Squirbel, unserem Crank. Und hat echt richtig dicke Fische als Nachher gehabt. Wir haben drei Stück gesehen und zwei waren weit über 80 und einer sogar wird so die Metermarke gekratzt haben. Und den wollen wir natürlich heute auch noch fangen. Oh, boah, boah, Riesenhecht! 90. Ja, ich sehe ihn. Okay. Dann wird sie viel besser. Oh, wieder einer. Oh, ja. Oh, so ein 80er. Ja, ich sehe ihn. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, mittlerweile haben wir es ja schon fast etabliert, so ein Angler-Ratespiel zu machen. Könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben, wer das ist. Boah, ich hatte gerade ein Biss. Crazy Malaysi. Ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fanboy. Ich mag ihn auch. Ich finde das wirklich sehr sympathisch und guck mir das wirklich sehr gerne an. Also, falls du das siehst, Grüße gehen raus. Wir sind große Fans von FirstCast TV. Fisch! Fisch? Ein kleiner. Die Hechtfolge funktioniert richtig gut. Ein Hecht nach dem anderen ziehen wir hier raus. Wunderschöner Fisch, also zumindest farblich. Ist ein echt. Oh, zu früh gesagt. Doch kein wunderschöner Fisch. Vielleicht sollten wir jetzt doch nochmal auf Hecht wechseln, oder, Felix? Es wird sonst hier nichts mit uns. Ich würde mich überhaupt mal über einen Fisch freuen. Ja. Du warst schon wieder der Kescher-Boy. Kescher-Goat. Ich habe heute schon wieder drei Dinger eingelöffelt. Ich bin mir sicher. Ja, die Fische picken ja da ganz gut. Kommt noch einer. So, alles klar. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Barsch und dann Hecht. So, genug rumgedaddelt hier, off-topic. Jetzt machen wir das, wofür wir hier sind, und zwar Hechtangeln. Meine zwei Hechtruten kommen raus. Zwei Barschruten, Spinnings lege ich weg. Ich werde mir einen großen Predator montieren, ich werde einen großen Spinnerbait angeln, ich werde einen Squarebill angeln. Mal gucken, was so geht. Aber mein Ziel ist es, ein Hecht zu fangen. Da bin ich schon froh. Was mache ich? Natürlich ist eigentlich immer gut, ne? Aber du weißt ja, Flo. Oh ja, das bei Sonne auch geil, mit den Flakes. Auch immer geile Hechtköder, wirklich. Twindler zum Hechtangeln lege ich mir auch einen raus. Richtig geile Köder. Nicht nur Hauptschnur strafft, auch Vorfachmaterial strafft. Niti, eigentlich alles. Strafft, S2. Strafft Turbo Carbon. Strafft Niti. Und hier sogar die Ringe von Strafft.
Übrigens, ne? Habt euch ja beschwert, das letzte Mal mit McDonald's und I und so. Seitdem hat Flo hier für richtig gesundes Essen gesorgt. Roher Brokkoli. Das denn, ist dir eigentlich bewusst, dass das heute unser letzter Angeltag in dieser Saison ist? Das ist traurig. Ja, und traurig ist relativ. Wahrscheinlich. Und eventuell der allerletzte Angeltag auf diesem wunderschönen Boot. Ja, da hat der liebe Felix recht. Ich bin auch ein bisschen traurig und sentimental. Viele schöne Stunden auf diesem Boot erlebt, viele PBs gefangen, Turniere gewonnen und jetzt kommt es leider weg. Yes, schöner Biss. Oh, jetzt muss der Kameramann uns zeigen, wie das geht. Auf dem Spinnerbait, ne? Auf dem Spinnerbait, ja. Kein Riese, 60er, 65er Hecht. Oh ja, wollte ihn haben, ne? Hätte ihn richtig weggedrückt. Lecker. So, dann muss der Kameramann uns zeigen, wie das geht, ne? So sieht's aus. Maze Runner, vors Schilf geschmissen. Und weggesnackt, ne? Weggesnackt. Ciao. Fisch, richtig dicker Fisch. Das könnte der Hecht sein. Der Zielfisch, Jungs und Mädels. Hängt ganz knapp, aber er hängt. Ja! Ich habe gerade auf dem Twitch-Bett gewechselt, weil ich gesagt habe, ey, vielleicht brauchen sie den, weil ich hatte darauf auch einen Nachläufer. Geil. Ja, das ist ein 75er vielleicht, ne? Ach doch, mini. Guck mal. 68. Naja. Das war meiner 55. Zurück, mein Großer. So darf es jetzt weitergehen. Yes! Sehr schön. Felix, wie ist dein Gemütszustand? Nicht allzu gut. Ich bin ein bisschen schlecht gelaunt. Nicht resignieren, mein Freund. Ja, ich würde gerne 1,10 Meter. Ja, ich würde gerne noch was fangen. Aber wie das nun sagt, denk an 1,10 Meter. Das war auch ein sehr zäher Angeltag, da waren wir für ein paar Stunden draußen und eigentlich habe ich gedacht, es geht nichts mehr. Und ich war schon im Aufbruchmodus. Du wolltest nach Hause? Ich wollte schon heimgehen, das hat gemeint, wir machen noch ein bisschen. Dann habe ich noch ein bisschen weitergeworfen und dann, wie aus dem Nichts, kam der Biss und da hing der 1,10 Meter. War ein richtig geiler Fisch. Guck mal, guckt euch das mal an. Doch, hier, rechts von uns? Ja, hier ja. Siehst du, wie rechts von uns richtig viele Fische reinkommen. Alles voller Futterfisch. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so ein Technikangler, aber ich finde es immer ganz geil, als besteht. Ja, Fisch. Fisch? Technik ist ein Ding. Wir haben sie gesehen. Man sieht sie. Sie sind hier ohne Ende. Und dann stand da einfach einer und hat sich den Twitchbait weggedrückt. Nicht der Zielfisch, deswegen lasse ich den schnell zurück. Und fange noch hoffentlich einen Hecht. Oh, wunderschön. Ach, nicht mal gemessen, ey. 45er Barsch oder sowas in den Dreh und nicht gemessen. Naja, jetzt ging aber doch noch mal was. Noch mal ein Barsch und ein Hecht. Und das Geile ist, wir haben gerade auf dem Sidescan gesehen und dachten, ey, geil, hier an unserer Stelle wieder Futterfisch. Dann hat man diesen einen Räuber da gesehen. Das war aber, glaube ich, ein Hecht. Fisch an! Nein! Jetzt bekomme ich noch meinen Fisch drauf des Tages und verlieren wieder. So, eigentlich kommt jetzt die beste Zeit, aber wie schon mal erwähnt, ich muss wirklich weit nach Hause fahren. 800 Kilometer. Du auch ein Stück. Deswegen jetzt unser Last Cast. Fangen dicken, mein Freund. Hoffentlich. Geil wär's. Wenn nicht, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Der Kameramann Flover hat heute auch richtig abgeräumt. Was sollen sie machen, wie immer? Ich meine, ich komme mir fast doof vor. Aber jetzt sagst du es einfach nochmal. Liken, kommentieren und natürlich auch abonnieren. Wir würden uns freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Wir sehen uns.